Ansonsten haben wir Tod. Sterbt ihr Mistviecher. Stacheldämonen, die allerdings auch nicht sehr stark sind. Wühlende Springer mal wieder. Einmal noch kurz diesen Weg entlang. Oha, hier geht's schon wieder in die Ebene 2. Dann wollen wir nochmal den anderen Weg gehen. Um dort. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Wahre Krieger überwinden ihre Angst. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich gegen die Furcht. Aber mein Glaube schützt mich nicht gegen die Dummheit, irgendwie in Sackgassen zu rennen. Ja, hier ist. War da nicht eben noch ein Weg? Anscheinend nicht. Ich bin falsch gelaufen. Okay, dann können wir direkt wieder zurück. Warum fahren eigentlich um diese Uhrzeit noch so viele Leute draußen rum? 22.42 Uhr. 43. Aasfresserhöhle, Ebene 2. Man hätte echt eigentlich diese eine prächtige Truhe. Und Gegner. Moment. Man kriegt nämlich mehr Magie und Goldfund. Monströs? Ich sehe hier nichts Monströses. Alle tot. Prächtige Truhe. Mit einer Menge Gold. Was haben wir denn hier? Ein Schaden pro Treffer. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ausgezeichnet. Hier oben ist nichts, allerdings gehe ich trotzdem nochmal. Wer weiß, hier kann ja immer noch zum Beispiel ein toter Dorfbewohner liegen. Oh, eine weitere Truhe. Mit einer Menge Gold und einem komischen irgendwas. Handarmbrust. Ah ja, nichts Interessantes für mich. Ein toter Dorfbewohner. Ich finde nichts Interessantes. Noch ein toter Dorfbewohner. Wieder nichts Interessantes. Teleporter. Das war irgendwie nichts. Oder gibt es hier noch einen? Das war's. Ein Augenblick. Das war's. Schwache Höhle. Ja, ja, am Anfang des Dungeons wieder Inventar. Alles verkaufen. Alles klar. Stadtportal. Und dann alles verkaufen. Lauf, 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 lauf. Taschun, der Bergmann. Tschüss. Ich mach den voll pleite.
Ich treibe den schon noch in den Bankrott. Weil anscheinend bin ich dann ja sein einziger Händler, weil der wird ja nichts anderes los da. Der kriegt ja immer nur was Neues. Die immer teurer werden. Alles klar, ab in die Höhle der Kass irgendwas. Eine Falle. Wütende Fanatiker. Und Krieger des Mondclans. Oh, neues Wissen. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Tötet ihn! Das war jetzt komisch. Einen Augenblick. Da. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Wir müssen uns mit dem Ritual behandeln. Mag aber bald hier sein. Was geschah? Ja, ich wollte eigentlich... Ob ich wohl noch irgendwann... ...mit demselben Licht wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Alles klar, Magda. Ich wollte eigentlich diesen komischen dunklen Zirkel nochmal anhören. Das mache ich dann gleich im... wenn wir hier fertig sind. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Okay. Wir wollen nochmal alles hier abgehen. Hier haben wir noch Felder des Elends, eine Truhe. Jetzt können wir. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe, erfuhr ich wenig. Außer, dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Wort Magda wiederholen. Nun begebe ich mich nach Hause in Sicherheit, wo ich diese Sorgen vergessen kann. Ja, mach das. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Das ist nur eine Kiste, Mensch. Naja, okay. Dann müssen wir das glühende Schwertbruchstück an uns nehmen. Und jetzt wollen wir das... So. Unnötig, aber egal. Jetzt gehen wir hier to the Handwerker. Und verkaufen. Ich habe heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Schön. Ich habe auch ein paar hübsche Sachen für dich. Die sind nämlich total nutzlos. Okay. Nein, abbrechen. Ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Gut. Dann würde ich sagen... beende ich hier. Welchen Level sind wir jetzt gerade? Stufe 11 noch. Naja, auch nicht lange gespielt. 1 Stunde 13, das heißt 7 Folgen, aber das reicht. Ich will das ja aktuell halten. So, okay, dann würde ich mal sagen, das war Let's Play Diablo 3. Logischerweise für den PC.
Ach, das ist die Musik hier. Ach, hier gibt's Musik? Die ist aber sehr leise, ne? Okay. Dann lassen wir das mal so. Wirklich sehr leise. Okay, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, Let's Play Diablo 3, bla bla bla, wo war ich gerade? Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr mögt, bei der nächsten Folge, die auch gleichzeitig die nächste Aufnahme ist, bisschen mal andersrum, die nächste Aufnahme, die auch gleichzeitig die nächste Folge sein wird. Also, bis dahin. Tschaußen.